Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich begrüße euch zu einem komplett neuen Format. Und das ist ein Format, das ihr euch verdient habt. Mehr oder weniger kommt es nur von euch. Ich habe festgestellt, dass es immer mehr tolle, lange, ausführliche und anspruchsvolle Kommentare gibt auf diesem Kanal und darauf bin ich stolz. Das finde ich super. Da gibt es nicht nur so etwas wie toll, finde ich super, finde ich klasse oder bist ein super Typ oder bist scheiße oder sonst was. Nein! Es gibt tatsächlich Kommentare, wo jemand sich Zeit genommen hat und entweder, selbst wenn es kritische Kommentare sind, sich da aber anspruchsvoll mit dem, was ich gesagt habe, auseinandersetzt. Ich gehe mal von den ganzen Rotzlümmeln und Tastaturhelden und Internethelden weg. Oder Leute, die mir ein bisschen von ihrer Trainings- und Lebensgeschichte erzählen und sich dafür auch die Zeit nehmen. Teilweise sind die wirklich eine ganze Seite lang. Hammer, echt brutal. Das sehe ich sonst sehr selten irgendwo auf YouTube oder unter Kanälen und das ist wirklich eine anspruchsvolle Community. Damit kommen wir aber auch schon zu dem Format, das es jetzt gibt. Eine Art Q&A. Q&A klingt immer toll, klingt nach, ja, YouTube, seitdem es YouTube gibt, seitdem kenne ich den Begriff auch erst, Question and Answer. Aber bevor ich immer wieder in die Tastatur haue und versuche, lang das Ganze zu beantworten, sind da so oft so interessante Themen bei, über die ich direkt ein ganzes Video machen kann. Das ist auch so eine Sache, ihr seht, dass ich immer öfters auf eure Vorschläge oder Themen eingehe. Egal, ob sie durch einen Kommentar kam oder direkte Aufforderung war, bitte sagt doch mal was dazu oder macht dazu ein Video. Das gerne nutzt immer wieder, inspiriert mich und schreibt in die Kommentare, wo ihr gerne zu ein Video haben möchtet und so weiter. Jetzt gehe ich mal auf die Kommentare der Woche ein, beziehungsweise die Kommentare der letzten Wochen, die mir aufgefallen sind. Und das werde ich ab jetzt regelmäßig machen, vielleicht sogar einmal die Woche. Also umso mehr die Aufforderung, kommentiert, was das Zeug hält. Egal, was es für Kommentare sind, selbst wenn ihr kritisch über meine Videos in irgendetwas zu sagen habt, mit irgendwas nicht einverstanden seid, solange es ein guter Ton ist und kein Internetheld, der einfach nur ja, sein Ergüsse los wird, ist das Ganze nicht nur okay, sondern inspiriert zu einem neuen Video. Und dann findet ihr euch hier in dem Video wieder. Und genauso machen wir das jetzt. Ich gehe jetzt ein paar gesammelte Kommentare durch und werde was dazu sagen. Das Schöne ist, dabei kann ich mich dann immer ein bisschen auslabern. Kennt mich ja, ich fasse mich nicht kurz, obwohl fast für diese Themen immer zu kurz. Und man kriegt vielleicht sogar noch was mit und kann wieder was lernen. Zumindest, wie der Gotti denkt, im letzten Fall. Hier haben wir von Jens Johann. Hallo Gotti, vielen Dank für das Video und echt gutes Konzept, wie du die Splitpläne erklärst. Muss ich natürlich mit vorlesen. Ich kann dreimal die Woche trainieren und möchte Masse aufbauen. Würdest du mir einen Dreier-Split empfehlen oder einen Vierer-Split? Vielen Dank im Voraus. Also Jens. Ist eine Frage, die tatsächlich, glaube ich, sogar schon zwei, dreimal vorkam und hat mich eben wieder dazu verleitet, da mal ein bisschen näher was zu sagen. Grundsätzlich sollten wir, haben wir so eine Richtzeit. Meine Richtzeit ist es nicht, wie mehr gerne es modern gesagt wird, alle drei, vier Tage den Muskel trainieren, sondern alle sieben Tage. Damit können wir wenig falsch machen. Das ist das Hauptargument. Wir haben genug, gehen sicher, dass wir genug Regeneration haben. Ja, vielleicht könnten wir früher regeneriert haben, was ja eben die ganzen Science-Pläne heutzutage mehr oder weniger versuchen auszudrücken. Wir lassen Potenzial weg. Aber was, wenn nicht? Dann bin ich im Übertraining und dann habe ich Probleme. Ich bin eher der Übertrainingskandidat, habe immer Probleme, wenn ich mich an diesen Rändern aufhalte. Und bin ich einmal drüber, habe ich wochenlang die Probleme dadurch und habe auch keinen Fortschritt. Deswegen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Auf Nummer sicher gehen können wir, denn in der Zeit bauen wir den Muskel zumindest nicht ab. Wir haben einfach nur eine Safety-Line. Also könnt ihr ruhig drei Tage länger warten, solange ihr sicherstellt, ihr werdet den Muskel nicht verlieren, ist das alles gut und ihr verliert ihn nicht. Ihr werdet nicht sofort katabol. Das ist das Grundprinzip. Darauf könnt ihr aufbauen. Habt ihr jetzt eine Hammerregeneration und seid nicht so empfindlich wie er hier, dann könnt ihr gerne die Zeit kürzen. Sechs Tage, fünf Tage, vier Tage. Vielleicht braucht ihr einen anderen Split dafür, mal einen Zweier-Split. Vielleicht müsst ihr einfach den Dreier-Split immer hintereinander trainieren, braucht keinen Tag dazwischen frei. Aber fangt mit sieben an, macht das ein paar Monate und vielleicht funktioniert es. Bei mir hat es funktioniert. Ich bin sogar mal hoch auf sieben bis neun Tage. Und da kommen wir dann auch schon zu der Beantwortung der Frage. Ein Vierer-Split kann man machen, wenn man nur dreimal die Woche trainieren geht. Folglich hat man mehr als sieben Tage Pause. Und wenn ihr in die nächste Woche reinkommt, macht ihr noch die letzte Trainingseinheit und die letzte Muskelgruppe. Und erst dann kommen wieder die nächsten. Und ihr habt ja auch einige Tage frei dadurch. Das heißt, im Durchschnitt wird der Muskel nur alle neun Tage belastet. Funktionierte bei mir, aber bei einigen Muskeln ganz gut. Grundsätzlich, damit du dich rantasten kannst, Jens, würde ich dir empfehlen, mach das so, dass du alle sieben Tage den Muskel trainierst. Und das ist dann die eindeutige Antwort, mach einen Dreier-Split, wenn du dreimal die Woche trainieren gehst. Du kannst aber auch versuchen, mal nach ein paar Monaten dann deinen Muskel alle neun Tage nur zu trainieren, ob das besser wird.
aber geh auch gerne mal runter. Von der Gotti-Empfehlung weg und versuch's mal alle 4-5 Tage, vielleicht funktioniert das auch bei dir gut. Und dann musst du natürlich den Workload anpassen. Ich hoffe, das gibt ein bisschen Einsicht, aber mit der Richtwert alle 7 Tage würde ich immer starten. Mach das ein paar Monate und wenn du dann merkst, du hast Regenerationsprobleme, kannst du es entsprechend steigern und dann kannst du auch auf ein 4er-Split übergehen. Den nächsten Kommentar haben wir von Madausen. Madausen sagt, schönes Video. Danke. Nächster Kommentar. Nein, er sagt noch mehr. Da komme ich immer mehr auf den Geschmack. Leider, also für dieses Thema, bin ich da zeitlich sehr eingeschränkt und temporär auch, was die Übungswahl angeht. Meinst du, 3er-Split geht in Ordnung bei 2 Trainingstagen? Ihr seht, sehr ähnlicher Kommentar. Ein 3er-Split bei 2 Trainingstagen. Kommen wir aber in einen viel interessanteren Bereich. Denn hier kommen wir in einen Bereich, das haben auch schon andere gefragt, was ist, wenn ich nur einmal die Woche kann? Dann macht doch Ganzkörpertraining Sinn. Es wird auch noch ein eigenes Video dazu folgen, aber nur hier in Kürze. Ganzkörper bei nur einmal die Woche klingt erstmal logisch. Dann hat man wenigstens jeden Muskel einmal die Woche. Wenn ich das nicht mache, dann muss ich ja fast den Muskel alle 3 Wochen trainieren. Das ist ja eine Katastrophe. Einmal die Woche ist für Muskelaufbau auch grundsätzlich schwer. Da gibt es keine Optimallösung. Das heißt, egal was ihr macht, vielleicht baut ihr damit nichts auf oder nur sehr schwer auf. 2-mal sollte zumindest sein. Aber es ist gar nicht so logisch, wie ihr glaubt. Es ist gar nicht so logisch, dass ihr dann ein Ganzkörpertraining macht. Denn beim Ganzkörpertraining habt ihr so ein geringes Volumen, dass das darauf aufbaut, dass ihr 2 Tage später bereits schon wieder ein Ganzkörpertraining macht. Macht ihr das nicht, kommt ihr viel schneller in den Prozess, dass der Muskel gar nicht merkt, dass er wirklich wachsen muss, weil ihr auf einen viel kleineren Reiz setzt und dann nach einer Woche vielleicht tatsächlich es passiert, dass in der Zeit nicht viel gewachsen ist, kein großer Reiz gesetzt wird oder der Muskel auch sich schon wieder so weit erholt hat, dass er weit drüber ist. Das könnte anders sein in der Theorie, wenn ihr zum Beispiel in dieser einen Woche, wenn ihr nur einmal trainieren könnt, die Brust so zerstört, dass ihr alleine 4-5 Tage Muskelkater habt und danach die Brust wirklich Stück für Stück aufbaut. Manche werden jetzt sagen, gut, dann baut sie aber vielleicht gar nicht auf, bei manchen mag das auch passieren. Grundsätzlich merke ich, es passiert. Die Brust wird aufbauen. Ihr habt den ganzen Prozess nur gestretched und einfach das Extrem gemacht. Dann könnt ihr gerne nächste Woche auch wieder den Rücken trainieren. Wenn ihr dann die Brust 2-3 Wochen später trainiert, kann es sein, dass mehr übrig ist als vom Ganzkörpertraining nach einer Woche. Das klingt doch erstmal gar nicht so unlogisch. Jetzt muss man nur ausprobieren, ob euer Körper damit zurechtkommt oder nicht. Hätte ich nur 2 Tage in der Woche, würde ich es tatsächlich mal versuchen mit einem 3er-Split, denn ich mag es einfach, den ausführlicher zu trainieren. Aber an 2 Trainingstagen kann man auch sehr gut einen 2er-Split machen und immer noch genug den Muskel trainieren. Dennoch, versuch's mal und es ist gar nicht so unlogisch. Nächster Kommentar von Guden. Nee, von Hesse James. Guden, sagt er am Anfang. Wenn ich einfach nur fitter werden will und überall etwas Muskeln aufbauen möchte, also keine Bodybuilding im großen Stil, wie schaut es dann mit dem Ganzkörpertraining aus? Trainierst du zum Beispiel mit einem Kettlebell? Also, wenn man grundsätzlich fit werden möchte, und ich glaube, das habe ich sogar schon beantwortet, aber wird hier nochmal besprochen, fit, dann hat das erstmal nur begrenzt was mit Bodybuilding zu tun. Das erste Ziel von Bodybuilding ist es nicht, fit zu werden, sondern diese Hubbel am Körper zu bekommen und Optik damit aufzubauen. Zu shapen den Körper, in eine Form zu bringen. Das hat auch nichts mit Krafttraining zu tun oder mit Flexibilität oder mit sonst irgendetwas. Möchte ich also fit werden, dann ist Bodybuilding eine Komponente, die man einbauen kann im Sinne von Widerstandstraining, mit Gewichten trainieren, ja. Und fit wird man sicherlich eher, ja, mit einem Ganzkörpertraining. Fitter sehen die auch aus. Ein Siad Roscher sieht fitter aus als ich, würde ich sagen. Ich sehe mehr nach so einem Klumpen aus. Ich möchte aber eher nach dem Klumpen aussehen und nicht unbedingt fit. Die andere Sache ist, was ihr noch macht, um wirklich fit zu werden, denn das ist immer nur eine Begleitung. Widerstandstraining macht euch nicht in erster Linie fit. Fit in erster Linie macht euch zum Beispiel Cardiotraining, Laufen, Fahrradfahren, so etwas. Fit, ein Aspekt von fit ist sicherlich auch beweglich sein, mobil sein. Das kommt sicherlich auch noch dazu. Dann natürlich viel mit dem Körper machen können. Es ist eher fit, wenn man viele Klimmzüge schafft, als wenn man sitzt und 120 Kilo runterziehen kann. Es ist ähnlich, eine ähnliche Übung und beide haben Kraft da drin, aber mit seinem Körper mehr machen zu können, wäre eher meine Definition von fit. Viele Liegestütze hinzubekommen, sich vielleicht an einem Arm halten zu können, nicht so viel Gewicht darauf zu haben, dass man es quasi lange Zeit machen kann und so weiter. Das ist eher fit und ein Ganzkörper würde dem sicherlich eher entgegenkommen. Aber, und jetzt kommt die Ausnahme, ich persönlich habe früher die meiste Zeit Basketball gespielt, war also im Bereich Cardio, Ausdauer sehr, sehr fit. Da war ich Marathonläufer, ein Sprinter, alles. Ich hatte wirklich auch eine sehr gute
ja, Explosionsleistung, Intervalltraining. Klar, das kommt mit vom Basketball. Darüber hinaus war eine gewisse Beweglichkeit da durchs Basketball und dann habe ich das Ganze ergänzt mit einem Dreiersplit, um Muskeln aufzupacken. Ich habe also sehr viele Maßnahmen unternommen und in diesen Maßnahmen hat mich das Bodybuilding auch begleitet, noch fitter zu werden. Ich habe mehr Muskeln aufgebaut, aber nicht in erster Linie. Hätte ich einen Ganzkörperplan gehabt, wäre ich sicherlich damit auch fit gewesen, aber es hätte auch nur noch einen kleinen Teil dazu getan. Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter, vor allem über die Ziele nachzudenken, fit zu werden. Von Kettlebell-Training kommt darauf an, was man damit macht. Halte ich grundsätzlich, ist es auch nur ein Werkzeug. Man kann jetzt nicht sagen, hältst du was von Kettlebell? Das wäre so, wenn man fragen würde, hältst du was von einer Kurzhantel? Klar, man kann damit viel Scheiße bauen. Ist letzten Endes nur ein Gewicht, das man anfassen kann. Man kann damit aber auch viel Gutes tun. Insofern, wenn man Gutes damit macht, ja, dann sind Kettlebells in Ordnung als Werkzeug. Nächster Kommentar. Was hältst du von einem Vierersplit mit einem Extratag für die Schwachstellen? Der kommt von 10% Genießer. 10% Genießer, davon halte ich recht wenig in erster Linie. Denn die Schwachstellen mögen es sein, dass die dein Vierersplit komplett durchlöchern. Du hast also einen expliziten Aufbau. Die Brust kommt maximal von den Schultern getrennt, dazwischen kommt der Rücken, dann kommen die Beine noch hinten dran und so weiter. Das hat ja alles Sinn und Methode, so wie ich es euch vorgestellt habe, auch beim Vierersplit-Trainingsplan. Den würdest du ganz schön durchlöchern, wenn du weißt, okay, meine Schwachstelle ist zum einen der Trizeps, aber auch ein bisschen der hintere Delta und beim Latissimuszug bin ich nicht so gut. Ich will mehr Klimmzüge schaffen. Wenn du das jetzt an einem Tag trainierst, kann es sein, dass, weil du wieder Klimmzüge machst, gestern erst Rücken trainiert hast oder morgen Rücken trainiert wirst, dass dir das den Plan zerschießt. Das gleiche bei den anderen Muskeln. Du wirst es nicht schaffen, immer optimal 3-4 Tage Abstand zu haben, um das zu machen. Und das würde ja auch heißen, wenn du die Schwachstellen extra trainieren möchtest, dass ein Extra-Training mehr bringt. Wenn du aber glaubst, dass es mehr bringt, mehr zu trainieren, solltest du vielleicht sowieso von dem Vierersplit abgehen. Denn der Vierersplit setzt auf maximale Regeneration. Du zerschießt also so sehr deinen Rücken und so ausführlich, dass du erst 6-7 Tage später wieder ansetzt. Glaubst du aber, dass du viel mehr Erfolg hast, wenn du alle 3 Tage trainierst, solltest du vielleicht grundsätzlich vom Vierersplit weggehen. Ich persönlich würde dir aber empfehlen, nee, mach den Muskel lieber richtig und dann warte wieder 6-7 Tage. Das ist absolut in Ordnung. Das würde nur diesem System nicht mehr entsprechen, wenn du sagst, Schwachstellen extra hieße besser machen. Beispiel. Ich habe schon mal in einem Video erklärt, meine Schwachstelle waren mal absolut die Schultern, die Delta. Und was habe ich gemacht, um diese Schwachstelle ein bisschen besser auszuformen? Sie 2 Jahre nicht mehr trainiert. 2 Jahre gar nicht. Sie sind komplett verbannt worden. Und siehe da, diese kleinen, schönen Linien haben sich und Schatten haben sich gebildet und ich hatte plötzlich Schultern. So viel zur Extra-Position für die Schwachstellen. Hat man Schwachstellen, kann es oft heißen, okay, die darf ich weniger trainieren. Regt hoffentlich zumindest zum Denken mal an. Michael S., hallo Gotti, schaue jetzt eine Weile deine Videos und finde den Vierersplit von dir sehr interessant. Aktuell trainiere ich nach Myokalypse und bin eigentlich sehr zufrieden. 20 Jahre Training, über 40. Dein Video, muss ich zugeben, hat mich mal wieder motiviert, nach einem Vierersplit zu trainieren. Was noch sehr interessant gewesen wäre, ist zu erwähnen, in welchem Wiederholungsbereich du die einzelnen Übungen trainieren würdest. Dafür habe ich ein Wiederholungsvideo gemacht. Schau rein. Hier findest du es. Da habe ich viel zu Wiederholungen erklärt. Und natürlich sind Wiederholungen ein sehr wichtiges Thema im Training. So wichtig, dass man darüber ganze Bücher schreiben kann. Ich meine, wenn ihr mal genau bedenkt, Wiederholungen sagen ja auch was darüber aus, ob ihr schwer trainiert oder leicht trainiert. Denn wenn ich dahin schreibe 20 Wiederholungen, dann kann es nur ein kleineres Gewicht sein. Schreibe ich dahin 4 Wiederholungen, ist es ein großes Gewicht. Ihr seht, das zieht also eine ganze Menge mit, bis hin zu Pausen, Sätze, Workload und so weiter. Schaut euch das Video an, da gibt es zumindest ein paar Einblicke dazu. Und naja, ein ganzes Buch habe ich noch nicht drüber geschrieben. Ochsenfrosch Deluxe. Hi Götti, ich mache eher GK eben, weil es so flexibel ist. Ganzkörpertraining. Erstens, Bankdrücken schwer. Zweitens, Bankdrücken leicht, Kreuzheben. Dazu noch Kniebeugen. KB steht für Kniebeugen. Bankdrücken schwer und Kniebeugen. Dazu kommt noch Kleinkram am Ende. Das ist total flexibel und ich kann munter hin und her schieben und 2 oder 3-mal die Woche trainieren. Wenn es blöd läuft, mir einmal. Würde ich mit einem 4er- oder 5er-Split gehen und nur 2-mal Training schaffen, stehe ich aber echt blöd da und habe den halben Körper vernachlässigt. Kommt also auf die Lebenssituation an. Bedingt. Ich habe schon vorher etwas dazu gesagt. Nicht immer. Denn auch wenn deine Lebenssituation nur 2-mal die Woche Training hergibt, kann ein 3er- oder 4er-Split wirklich Wunder bewirken.
Ich habe mal ein Wunder bewirken können und hatte zumindest die kräftigste Phase für meine Brust, wenn ich die Brust nur alle 9 Tage trainiert habe. Für die Schultern habe ich ja sogar, wie schon gesagt, 2 Jahre mal das Ganze vernachlässigt. Also kann es sogar sein, dass ihr mit einem Training alle 2 Wochen gewisse Erfolge auch noch erzielen könnt. Oder dass es zumindest mehr Spaß macht. Hast du aber bis jetzt mit Myokalypse guten Erfolg gehabt, dann warum nicht dabei bleiben? Du kannst natürlich mal was anderes ausprobieren, einen Zweier-Split ausprobieren und so weiter. Vielleicht macht dir der Vierer auch so viel Spaß, dass du irgendwie noch ein drittes Training dazu bekommst. Ausprobieren würde ich es immer wieder. In verschiedenen Lebensphasen merkt man auch oft, man ist festgefahren, wenn du seit 10 Jahren Erfolg damit hast. Vielleicht merkst du jetzt ganz plötzlich, oh krass, damit habe ich ja auch wiederum viel Erfolg. Mein Katabolismus hat sich einfach komplett geändert. Insofern probiert euch weiterhin mal durch. Ich habe jetzt auch all diese Sachen wieder ausprobiert und habe auch ein paar neue Erkenntnisse dazu gewonnen. Ixxi sagt: Hallo Gotti, danke fürs gute Video. Mir ist wieder aufgefallen, dass du bei verschiedenen Hauptmuskeln, wie zum Beispiel in Brustübungen, sagst, die ersten 3-mal Übungen kommen mir die Power und letzten Übungen der Brust sind nur noch zum Auspowern. Ist natürlich verständlich. Meine prinzipielle Frage wäre aber, wäre es nicht besser, nach den zum Beispiel 3 ersten Brustübungen, die gerade noch mit Power gingen, jetzt noch 3-mal frische Rückenübungen, also noch ein Rückentraining, wiederum mit Power zu absolvieren. Also eine Planung mit nur 50% des wöchentlichen Workloads. Aber dafür mit anderen Übungen, wiederum zum Beispiel 3-mal Brust, 3-mal Rücken an einem 2. Wochentag zu absolvieren. Sicher bemerkst du den Hintergrund der Frage. 2-mal pro Muskelgruppe einen frischen Reiz pro Woche zu setzen, müsste doch besser sein als 1-mal mit nur noch Auspowersätzen. Oder ist der Wert von Auspowersätzen von dir vielleicht unterschätzt worden? Grundsätzlich, Auspowersätze sind nicht zu unterschätzen, denn die sammeln nochmal ordentlich Blut in dem Zielmuskel und ordentlich Blut im Zielmuskel, gerade am Ende des Trainings, sorgt auch dafür, dass dort vielleicht die Nährstoffe besser eingeleitet werden und so weiter. Grundsätzlich gibt es aber auch noch ein gutes Gefühl und wie ich auch schon in dem Wiederholungsvideo erklärt habe, nochmal zum Schluss viele Wiederholungen zu machen, das heißt dann sich in diesen Bereich zu begeben ganz am Ende nochmal, wo der Muskel auch noch von einer anderen Art erschöpft wird, andere Muskelfasern aktiviert werden. Ist auch gar nicht mal so schlecht. Besser als am Anfang des Trainings, wo wir uns eigentlich auf das Gewicht konzentrieren wollen, denn das können wir nicht mehr am Ende des Trainings leisten. Also, ich habe ein gutes Gefühl dabei und ich merke auch, dass das dem Muskel nochmal extra etwas gibt und ausquetschen lässt, wenn ich am Ende nochmal Liegestütze mache bei der Brust oder so. Nicht zu unterschätzen, tatsächlich. Haben schon viele für sich entdeckt und machen das gerne am Ende des Trainings. Was du ansprichst, ist das Thema auf diesem Kanal. Ist es nicht besser, lieber mit 50% dafür doppelt so oft zu trainieren oder 100% und dafür nur dann eben 1-mal die Woche? Das habe ich in so vielen Videos behandelt und da kann ich dir nur empfehlen, klick dich da einfach mal durch, wenn es darum geht, 2-mal die Woche oder 1-mal die Woche. Herkömmliches, Bro-Split oder Science und so weiter. Grundsätzlich würde ich da sagen, nochmal Rücken nach Brust wäre für mich eine starke Vernachlässigung des Rückens. Denn selbst wenn du die Brust nur zu 50% trainiert hast, gibt das jetzt den nötigen Reiz oder nicht? Ich glaube, bei mir wäre das nicht der Fall und bei vielen da draußen auch nicht. Aber dann müsste ich auch eben nach 2-3 Tagen wieder anfangen. Aber dann den Rücken zu trainieren, so einen komplexen, großen, tollen Muskel, ich glaube, das wäre nicht mehr so effektiv für den Rücken wie für die Brust davor. Und beim Workload auch ordentlich. Ich meine, wenn man dann nochmal Kreuzheben oder Rudern anfügt, da fühle ich mich nicht mehr ganz wohl bei, wenn das auf einmal Übung Nummer 4 und 5 ist. Und dann würde ich auch beim nächsten Mal denken, da muss ich es wieder umdrehen und so weiter. Da habt ihr auch schon viel von mir gehört zu den Empfehlungen 2er-Split oder eben 3er- oder 4er-Split und so weiter. Grundsätzlich würde ich dir also empfehlen, nein, mach den Auspowersatz dran, mach damit die Brust richtig K.O. und schieb sie in die Schublade bis zur nächsten Woche. Dann ist der Rücken nochmal ausführlich dran, bevor du da etwas hinterher schiebst. So viel zu den ersten Kommentaren. Es wird sicherlich noch weitere Videos folgen und jetzt seht ihr, ihr seid hoffentlich motiviert, noch mehr Kommentare zu schreiben, denn dieses Format wird jetzt regelmäßig stattfinden, solange ihr weiterhin gut kommentiert und dann werde ich mal darauf eingehen. Sicherlich 1-mal die Woche. Macht auch Spaß und bringt sicherlich was. So, damit verabschiede ich mich. Wer also dranbleiben möchte, schön den Kanal abonnieren. Wer dieses neue Format toll findet, gibt mir einen Daumen. Und so können wir auch miteinander kommunizieren. Insofern, ich wünsche euch was, haut in die Tasten und bis bald, euer Gotti.